Recht herzlich willkommen zur 49. Folge von City Skylines. Und wir waren letztes Mal mit der Gesundheit beschäftigt, also auch die Totenbestattung war dabei, ist im gleichen Punkt. Und jetzt haben wir die Stufen. Ja, hier geht es ums Wohngebiete, Gewerbegebiete, Bürger, Gebäude, Ebene, Industriegebiete. Ich glaube, da können wir also sowieso nichts machen. Das ist nur die Aufteilung, wie das hier auf der Karte halt ist, ne? So, da sieht man hier halt Industrie, hier sind Geschäftsgebäude, ich glaube die Grundstückskosten sind das vielleicht noch oder sowas. Ne, ne, Ebenen, keine Ahnung. Ist jetzt nicht so. Hier dann wieder Industrie, wie die Verteilung ist, ne. Drei Etagen oder wie soll das sein? Naja. Ich glaube, das ist jetzt nicht spielentscheidend. Hier können wir den Wind angucken, wie der boostet. Wo wir halt unsere Windräder hinbauen sollten. Hier auf der Brücke ist natürlich am meisten Wind, wie genauso auf allen anderen Brücken auch. Hier oben sollte man vielleicht noch ein Grundstück bauen, kaufen, um da weitere Windkraftanlagen zu machen. Ja, bringt es aber auch nicht. So, jetzt haben wir hier Staus. Das ist schon wieder ein größeres Problem. Da gucken wir mal erstmal genau rum. Hier oben ist Stau, aber ist gar keiner, ne? Ja, das Verkehrsaufkommen, würde ich jetzt auch mal sagen, ist gefragt, ne? Und insgesamt gesehen sieht es eigentlich relativ gut aus. Da haben wir schon schlechtere Tage gehabt. Schlechtes ist hier und da hinten war es noch bei der Autobahnauffahrt, ne? Oder wo war das? Ja, das ist die Abfahrt oder Auffahrt? Ja, Abfahrt. Ja, warum fahren die da nicht? Das ist eine gute Frage, ne? Das war die falsche Taste, das auch. Z ist die richtige. Ich wollte ein bisschen näher rein und gucken, was wir da tun können. Ja, das liegt wieder daran, dass hier so ein kurzes Stück Straße ist, ne? Also, Straßen sind immer schlecht. Machen wir ein Stück raus wegen dem Krach, ne? Gucken wir mal, was wir machen können. Sechsspurige Straße. Ist jetzt sechsspurig geworden, ne, oder? Und ich glaube, wir können da vorne vielleicht. Dann müssten wir die Häuser abreißen, das möchte ich dann eigentlich doch nicht. Obwohl es besser wäre. Wie machen wir das? Upgraden wäre so. Da verlieren wir aber die Häuser drumherum, genauso wie da auch. Dann empfehle ich doch mal vielleicht das weg. Das Haus muss leider auch weg. Nee, da wollte ich ja gar nicht. Achso, dann muss ich hier. Von dort nach dort. Vielleicht leicht geschwungen. Kriegen wir auch nicht hin. Dieses. Ja, Schicksal, ne? Müssen leider die zwei da weg. Okay. Und, die Fläche können wir wieder. Nee, das war diese Fläche. So, jetzt passt es aber, oder? Hier fehlen noch ein paar Flächen, aber die lassen wir auch noch erst noch frei. Wenn, dann sollte da vielleicht blau hin. So, mal gucken. Ach nee, die machen wir weg. Dann hier noch 3-4 Stück hin, weil hier unten ist ein bisschen blau mehr wie alles andere, ne? So. Wohngebietstechnisch wollen wir noch was haben. Ich glaube, das lassen wir erstmal so dann.
Gut, Stau war da vielleicht jetzt besser. Jetzt gucken wir hier hinten nochmal hin und da ist aber ein Nadelöhr hoch 10. Das ist ja äußerst schwierig, ne? Vielleicht sollte man diese Straße dann da noch durchziehen, ne? Warte, lass mal gerade nochmal den Straßenverkehr angezeigt werden. Ja, das ist sehr schwierig hier. Ich glaube, das können wir so lassen. Das funktioniert sowieso nicht anders. Ich lasse mal gerade laufen, dass wir uns das angucken können. Das wird auf Dauer nicht besser werden da. Ja, müssen wir so lassen erst. Ja, hier, das ist der Friedhof. Den müssen wir vielleicht wegsetzen. Dann machen wir das doch so, dass wir den Friedhof mal dorthin machen. Und dann gehen wir da wieder raus. Und hier müssen wir... Räumung beendet. Ach, guck mal. Dann können wir den noch abreißen. Und Fokus und dann eine ganze Feuerwehr. Oh, oh. Das will ich jetzt nicht die Feuerwehr die ganze Zeit hören. Das heißt, jetzt müssten wir ihn eigentlich abreißen können, oder? Ja, möchte ich fortfahren. Und jetzt müssen wir da größere Straße hinbauen. Können wir die upgraden? Das Stück würde gehen, das nicht, weil hier im Omnibusbetrieb ist das, glaube ich, ne? Das heißt wiederum, wir müssen dort eine andere Straße irgendwie hinkriegen. Machen wir erst anders, reißen wir auch erst wieder ab. So, und dann auf ein neues. Das will er gar nicht so. Das ist ja wieder super. Die Müllwagen stauen sich da vor allem auch interessant, ne? Ja, ich glaube, wir reißen da nochmal was ab. Und dann ziehen wir mal eine Straße nach da rum. Und dann gucken wir uns das nochmal an, wie sich das jetzt hier entwickelt. Ich glaube, wir müssten diese Straße darüber setzen. Obwohl das nicht gut ist, aber wir machen es einfach. So, jetzt nochmal das angucken und hoffen, dass sich das irgendwie entzerrt. Sieht aber gar nicht so gut aus, dass ich das entzerrt. Hier haben wir jetzt zwar nicht mehr diesen roten Fleck, dafür ist der hier irgendwie weiter. So. Mach mal diese Übersicht weg. Da blinkt's überall blau. Hier stehen die Müllwagen im Stau. Nervt dieses Tatütata. Hä?
Ich hab fast die Vermutung, dass diese Kreuzung hier das größte Problem ist. Die muss weg. Was passiert, wenn ich diese Straßenanbindung wegnehme? Ich glaube, das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die ich sehe. Die drehen jetzt, glaube ich, alle um. Und fahren woanders lang. Jetzt haben wir hier im Rückstau. Da ist auch noch ein Rückstau, der ist aber gar nicht so groß. Aber ich glaube, den nehmen wir auch weg. Dann fließt es besser auf der Straße in dem Sinne. Und jetzt geht's hier gar nicht voran wahrscheinlich, oder? Warte mal, die fahren jetzt alle da wieder zurück. Aber auch schon wenig Autos auf der Strecke. Das passt also. Hier staut sich es kilometerweit zurück. Ich weiß auch nicht, die stehen alle auf der linken Spur. Auch etwas komisch, dass die, ne, nicht mehrspurig fahren. Entzerrt sich das jetzt hier langsam? Schwierig zu beurteilen. Was sagt die Übersicht in Rot? Ja, jetzt ist hier wieder richtig schick. Ja, da werden sie demnächst nicht mehr reinfahren. Das ist jetzt noch rot, weil wir die Straßen einen zugemacht haben, ne? Da hinten drehen sie auch um und fahren wieder raus. Können sie auch. Ja, hier ist ein toter Punkt, ne? Wie können wir das besser lösen? Das ist die Frage. Ja, da müssen wir nochmal überlegen. Die Straße ist hier wahrscheinlich voll zu klein. Obwohl das Rot wird schwächer, kann das sein. Ich würde gerne hier eine Brücke rüber bauen und da, aber wir bauen wieder zwei Kreuzungen mehr. Das ist ja hier immer das Problem, ne? Wie viele Abbieger sind denn hier? Reichlich, ne? Die kommen von da, dann müsste man die eigentlich hier lang schicken, ne? Was haben wir denn hier in der Apotheke? Bio-Lebensmittel. Und hier? Sogar Eckladen. Sieht hier immer noch nicht gut aus. Ja, das Verkehrsproblem bleibt.
Wir fahren da lang. Können auch da lang fahren. Kreisverkehr ist irgendwie nicht so prickelnd. Angeblich sollen die ja entzerren. In meinen Augen ist es nicht so. Hier geht's nicht voran, weil die nicht wegkommen. Ja, ich glaube, in der nächsten Folge werden wir dann nochmal den Verkehr angehen müssen. Wir haben hohes Verkehrsaufkommen hier. Diese Kreuzung müssten wir als erstes, denke ich mal, verändern. Da müssen wir uns genau nochmal Gedanken drüber machen, wie die Verkehrsflüsse da sein müssen. Wir haben hier den Eingang in die Stadt. Von der Autobahn her. Da fahren ja eigentlich viele Autos. Das wird ja auch immer abgebaut hier. Aber hier ist auch okay. Wo nicht okay ist, ist auf dieser Seite. Weil da staut sich auch nichts. Diese Seite ist das Problem. Nur, sorry, aber warum fahren die Autos hier nur einspurig? Das ist für mich jetzt nicht begreiflich. Ja, jetzt rollt es momentan auch eine ganze Weile wieder. Vielleicht baut sich's ab. Müssen wir gucken. Also die Nebenstraßen hier haben schon mal wieder grün. Und diese müsste auch langsam grün werden, wenn dieser Stau sich hier auch auflöst. Aber die sind jetzt nur, weil die da noch von vorher, glaub, drin sind. Ja, das müssen wir weiter beobachten, denke ich mal. Da wird sich nichts anders machen lassen. Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.